Lumos. Happy Halloween, ihr Lieben. Tänzerisches Halloween. Lilly liebte den Herbst. Sie liebte das kalte Wetter, den ersten Tee und die Natur, die vor Farben nur so strotzte. Das grüne Gras, die orangenen Blätter, der graublaue Himmel. Doch vor allem mochte sie, dass im Herbst Halloween gefeiert wurde. Zwei ihrer liebsten Dinge am selben Tag. Noch bevor sie wusste, dass sie eine Hexe war, genoss sie die gruseligen Geschichten, die sie von ihrem Vater erzählt bekam, oder die schaurigen Geschichten über Hexen und Vampire und Geister, die sie sich unter ihren Freunden erzählten. Wobei sie dabei natürlich immer die Läden vor die Fenster zogen und sich eine Kerze unter das Gesicht hielten. Die Atmosphäre hatte bei ihnen stets oberste Priorität. Als sie an ihrem 11. Geburtstag den Brief von Hogwarts bekommen hatte, der ihr sagte, sie sei eine Hexe, fühlte sie sich, als sei sie nun wirklich ein Teil ihrer Gruselgeschichten. Dass das Schloss mit seinen Geistern zwar ein guter Schauplatz für eine solche Erzählung war, aber die Schule abgesehen von der Magie eigentlich doch ganz normal war, schrieb man ihr in diesem Brief natürlich nicht. Doch umso mehr hatte sich Lilly gefreut, als sie dann ein paar Tage vor Halloween endlich erfuhr, dass dieses wunderbare Fest in Hogwarts gefeiert wurde. Und vor allem, dass das Essen an diesen Tagen einfach vorzüglich war. Die letzten 6 Jahre genoss sie also das riesige Festessen, die großartige Dekoration mit Hagrids Riesenkürbissen im ganzen Schloss und die Geister des Schlosses, die an diesem Tag noch viel mehr Lust hatten, herumzuspuken. Vor allem Peeves, der Poltergeist, schien an Halloween besonders viel Schabernack zu treiben, was tatsächlich im Rahmen des Möglichen war. Kürbissaft, der normalerweise nicht Lillys Fall war, trank sie Ende Oktober mindestens in der doppelten Menge. Seit dem 2. Jahr machten auch die Rumtreiber ihrem Namen und Ruf alle Ehre und gaben eine Darbietung, die mal größer oder kleiner war, aber man konnte sich immer darauf verlassen. Und vor allem wusste Lilly, dass James Potter, zumindest in den späteren Jahren, bei diesen Streichen stets ein besonderes Augenmerk auf sie gerichtet hatte, weshalb sie immer für alles gewappnet war. Aber dieses Jahr wollte Lilly ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Dieses Mal wurde der Jäger zum Gejagten. Denn sie war der Meinung, dass auch James mal Opfer seiner geliebten Streiche werden sollte. Normalerweise müsste sie auch Sirius, Remus und Peter einen solchen spielen. Doch wenn sie ehrlich war, hatte sie einfach nicht die gleiche Erfahrung wie die Rumtreiber. Wie sollte sie auch den Meistern der Streiche eben einen solchen spielen, ohne aufzufallen? Schier unmöglich. Wenn sie die Opfer jedoch auf eine Person beschränkte, erhöhte sich ihre Chance auf einen Erfolg bestimmt. Dass diese eine Person James war, lag eigentlich auf der Hand. Nicht nur, dass James der war, der all die Jahre besonders darauf bedacht war, ihr einen Streich zu spielen, sondern auch, dass James und sie sich seit den Sommerferien echt näher gekommen waren. Sie hatten sich während der 2 Monate zusammen oft mit ihren und seinen Freunden getroffen, doch sie hatten auch viel nur zu zweit unternommen. Und als Lilly James das Kino gezeigt hatte, sie sich gemeinsam die neue Star Wars Episode angeguckt hatten, kam es zum klassischen Kuss nach dem ersten Date. Auch wenn James von diesem Muggel-Klischee nichts wusste, erklärte Lilly ihm nach dem Kuss, warum sie ein wenig lachen musste. Seine Empörung zuvor, Lilly hätte ja über ihn oder seine Kusskünste lachen können, löste sich ziemlich schnell in Luft auf. Seit diesem Date folgten noch weitere Küsse zwischen ihnen, auch wenn sie offiziell noch kein Paar waren. Es war, als ob jeder von ihnen diese Stimmung zwischen ihnen genoss, die knisternde Luft und diese glühende Atmosphäre, die sie umhüllte. Während des Schülersprecherseins passierte es auch immer öfter, dass sich Lilly und James im Flirten, dem Aufziehen und den Blicken verloren, sodass sie sich ein paar Augenblicke später unmittelbar voreinander wiederfanden. Es schien fast so, als würden sie voneinander angezogen werden, und Lilly kostete es aus. Ja, sie war sich sogar sicher, dass, wenn sie erst zusammen sein würden, sie diese momentane Stimmung vermissen würde. Für heute hatte sie sich also die Hilfe von James' besten Freunden zugesichert. Und Lilly war sich sicher, dass Sirius nur auf einen guten Halloween-Scherz verzichtet hatte, weil er hoffte, dass Lilly und James am Ende des Tages endlich zusammenkommen würden, offiziell.
Ihre Hilfe bestand darin, den Mund gegenüber James zu halten und ihr den Tarnumhang zu besorgen. Sie hatte sich einen guten Plan zurechtgelegt. Schließlich war sie immer noch Lily Evans und mit einem Plan gelang ihr eigentlich fast immer alles. Schon am Tag vor Halloween, als sie noch die letzten Vorbereitungen traf, bedauerte sie es, dass ihr Plan so spät anfing, denn am liebsten hätte sie gleich angefangen. Es war irgendwie etwas komplett Neues für sie. Auch wenn sie in keiner Art verklemmt oder ähnliches war, war das Streicherspielen sonst nie ihr Ding. Lily plante normalerweise auch nicht, Leute zum Lachen zu bringen. Wenn, dann passierte das spontan. Bereits am Abend vor Halloween hatte sie ein seltsames Kribbeln im Bauch und konnte vor Aufregung kaum einschlafen. Heute Morgen, als der große Tag endlich gekommen war, musste sich Lily wirklich bemühen, sich durch ihre Aufregung nicht zu verraten, als sie und James gemeinsam beim Frühstück saßen. Weißt du, Prongs, eigentlich eine Schande, dass wir an unserem letzten Halloween in Hogwarts nichts geplant haben. Wir verlieren noch unseren Ruf, hatte Sirius so nebenbei gesagt. Doch Lily war kurz davor, ihm einen scharfen, vielbedeutenden Blick zuzuwerfen. Doch dieser wäre vermutlich viel zu auffällig geworden. Sie unterdrückte ihn gerade so. Ach, hatte James dann geantwortet, sich gestreckt und seinen Arm um Lillys Schultern fallen lassen. Vielleicht sind wir wirklich erwachsen geworden. Ach, was sage ich da überhaupt? Diese Party heute Abend wird alles wettmachen, was wir heute über den Tag nicht machen werden. Ich sag's euch, Halloween wird ganz entspannend. Wir haben immerhin noch den 1. April und den letzten Schultag, was, Jungs? Angesichts des sogenannten entspannten Halloweens grinste Lily in sich hinein. Vor dem Abendessen zog Lily ein Zwischenfazit des Tages. Ein paar ihrer Versuche, James einen Streich zu spielen oder ihn zu erschrecken, liefen zwar mehr schlecht als recht, aber sie hatte wirklich Spaß daran. Über die eine oder andere Stolperfalle war James über den Tag gefallen, sodass er irgendwann beim Laufen nur noch auf den Boden sah, um eben nicht mehr zu stolpern. Gut, dass Lillys Fallen unsichtbar waren. Doch dadurch, dass sich James so auf den Boden konzentrierte, achtete er nicht mehr auf seine Umgebung. Als er mit seinem Quidditch-Kollegen Webber in einem Korridor des 4. Stockes eine hitzige Diskussion über das Training führte und gleichzeitig versuchte, nicht zu stolpern, packte sie die Gelegenheit beim Schopfe und erschrak ihn unter dem Tarnumhang. James' hysterisches Schreien und der Gesichtsausdruck danach war großartig. Und Lily hatte Schwierigkeiten, nicht sofort loszulachen und sich zu verraten. Eigentlich hätte sie dann auch schon aufhören können, doch sie hatte viel zu großen Spaß an der Sache. Zusammen mit ihrer besten Freundin Marlene ging Lily schließlich die Treppen hinab zur großen Halle, wo das Festessen stattfand. Na, wie läuft dein Plan, Prinz Charming zu erschrecken? Oder soll ich lieber verschrecken sagen? Marlene grinste Lily an, wofür sie einen Fausthieb an der Schulter kassierte. Läuft wunderbar. Denk bitte gleich daran, dass du ihn sehr gut ablenken musst, ja? Sirius, Remus und Peter helfen dir dabei. Ihnen habe ich auch von meinem Plan erzählt. Ja, mach dir mal keine Gedanken darum. Das kriegen wir schon hin. Hast du sie dabei? Lily nickte. Damit James auf seiner Halloween-Party bloß Spaß haben würde, wollte Lily ihn schon vorab ein bisschen zum Tänzeln bringen. Dafür hatte sie beim letzten Hogsmeade-Wochenende in Zonkos eine Tablette gekauft, die einen garantierten Tanzspaß versprach. Mit einem Schwächungszauber hatte sie sichergestellt, dass der Zauber nur etwa 10 Minuten anhalten würde, damit es nicht zu gefährlich oder nervig wurde. Im Notfall könnte sie ihn auch mit einem Wisch ihres Zauberstabes beenden. Immerhin wollte sie ihn ja auch nicht ganz und gar bloßstellen und die Dinge, die er ihr in der Vergangenheit schon untergejubelt hatte, wie die Pille, die ihre Haare smaragdgrün gefärbt hatte, hatten auch nicht viel länger angehalten. Hey Leute, begrüßten Lily und Marlene ihre Freunde, als sie am Gryffindor-Tisch angekommen waren. Sirius rutschte beiseite, sodass Lily neben James sitzen konnte, den sie zur Begrüßung auf die Wange küsste. Lily, heute hat es wirklich irgendjemand auf mich abgesehen. So viel bin ich noch nie gestolpert. Du hast nicht irgendetwas mitbekommen? Fragte James an Lily gerichtet, die scheinheilig den Mund verzog und den Kopf schüttelte. Auch seine Freunde, die er danach gefragt hatte, verneinten alle, auch wenn zumindest Marlene sich das Kichern verkniffen hatte. Freut ihr euch auch so auf das Essen? Hatte sie stattdessen gefragt. Und wie auf Kommando erschien die reichliche Vorspeise auf den Tischen. Unter anderem Kürbissuppe, die sich James sicherlich nahm und die perfekte Grundlage dafür war, ihm diese Pille unter die Suppe zu mischen.
Nachdem sich James also von der Suppe geschöpft hatte, signalisierte Lily mit sachten Fußtritten unter dem Tisch ihren Freunden, dass das Ablenken nun beginnen könnte. Unglücklicherweise traf sie bei diesem Versuch auch James' Bein, bei dem sie sich aber mit einem versucht hinreißenden Lächeln entschuldigte. Sobald Remus ihn in ein Gespräch über den späteren Abend eingewickelt hatte, griff Lily in die Innentasche ihrer Hogwarts-Uniform, wo sich die Pille befand. Unauffällig ließ sie diese in die Suppe fallen. Guten Appetit, wünschte Lily scheinheilig, als sie sich auch von der Suppe auf den Teller schöpfte. Währenddessen sie aß, beobachtete sie James neben sich aus dem Augenwinkel. Nach einer kurzen Weile fingen James' Glieder an zu zucken, ehe er aufstand und anfing, willkürlich zu tanzen. Seine Freunde am Tisch, besonders Lily und Sirius, bemerkten es zuerst und fingen sofort an zu prusten. Was zur Hölle, Leute? Was wart ihr das? Was habt ihr gemacht? Beschwerte sich James und wollte empört die Arme hochreißen. Doch stattdessen bewegten diese sich tänzerisch im Kreis, sodass seine Beschwerde komplett lächerlich wirkte. Ich wusste ja, dass du dich auf Nachher freust, aber so sehr, lachte Marlene laut, während sie Schwierigkeiten hatte, ihr Essen im Mund zu behalten. Yeah, schwing deine Hüften, Prunks, kommentierte Sirius. Und unterdessen verschluckte sich Peter vor Lachen an seinem Essen. Mittlerweile waren auch andere auf James aufmerksam geworden und viele Köpfe drehten sich um. Mach, dass das aufhört! James' Füße drehten ihn gerade im Walzerschritt im Kreis. Auch wenn Lily so lachen musste, dass sie kaum reden konnte, stand sie auf und ging zu James. Eigentlich wollte ich ja erst später mit dir tanzen, aber wenn das so ist... Doch in genau diesem Moment stürzte James auf den Boden und sie hätte fast noch mehr lachen müssen, aber sein rechtes Bein stand in einem äußerst ungesunden Winkel ab. Sie warf sich neben ihn auf den harten Steinboden, während er das Bein mit seinen Händen ergriff und das Gesicht schmerzhaft verzog. Oh, verdammt, zischte Lily und beendete mit einem kleinen Zauber die Wirkung der Pille. Sie war heilfroh, als in diesem Moment Professor McGonagall mit wütender Miene ankam, um die Lage zu klären. Ein paar Minuten später und 50 Gryffindor-Punkte ärmer befanden sich Professor McGonagall und Lily mit James auf einer unsichtbaren, schwebenden Liege auf dem Weg in den Krankenflügel. Die Professorin schimpfte ohne Pause über die Fahrlässigkeit ihrer Schüler. Selbstverständlich konnte Madame Pomfrey James' Bein ohne Umstände und Probleme heilen, doch die übliche Bettruhe, um das Bein hochzulegen, ordnete sie trotzdem an. Jegliche Versuche, sie zu überreden, dass es doch nur ein gebrochenes Bein sei und sie keine Knochen hatte nachwachsen lassen müssen, akzeptierte sie nicht. Deshalb lag James nun mit verschränkten Armen und verärgert zusammengezogenen Augenbrauen im Bett. Lily saß neben ihm, Madame Pomfrey war in ihrem Büro verschwunden. »Du warst das, oder?« fragte er, schaute sie jedoch nicht an. »Ja, verzeihst du mir?« »Nein, ich bin sauer. Ich liebe Halloween und ich habe nicht mal fertig gegessen und die Party heute Abend bekomme ich auch nicht mit.« »Naja, getanzt hast du ja schon«, schmunzelte Lily, konnte es sich nicht verkneifen. James antwortete mit einer ausgestreckten Zunge und drehte sich von ihr weg. Sie mochte es, wenn James sauer wurde, da man sich fast immer darauf verlassen konnte, dass er irgendwie kindisch reagierte. Es war einfach amüsant anzusehen. »Verzeihst du mir?«, fragte Lily noch einmal und stand jetzt von ihrem Stuhl auf, um sich dicht über ihn zu beugen. Ihr Gesicht war kaum noch einen Spalt von seinem entfernt. »Bitte?« Sie fuhr mit ihren Fingern durch sein vorderes, ungekämmtes Haar. »Nein«, behauptete er jedoch stur und drehte seinen Kopf zur anderen Seite. »Verzeihst du mir, bitte?« flüsterte sie ihm nun leise ins Ohr, als der Geruch seines Parfums sie umnebelte und ihre Lippen seine Wange entlang küssten, bis sie seinen Mundwinkel erreichten. Schnell drehte James seinen Kopf, sodass sich seine Lippen mit ihren berührten und sie sich kurz küssten. »Unter ein paar Bedingungen«, wisperte er zurück und sah ihr in die Augen. Seine Hand strich ihr eine lose Haarsträhne hinter das Ohr. »Nachher schleichst du dich mit mir raus, herunter in die Küche und später auf die Party.« »War's das?« »Und du bist von nun an meine Freundin. So offiziell.« »Mit allem, was dazugehört?« »Mit allem, was dazugehört.« Nox. Den Kanal und mich kannst du durch PayPal, die Amazon-Wishlist oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen.
Hier hast du tolle Vorteile, Geschenke und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.